Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metro Exodus auf diesem Kanal. Wir spielen heute die Hauptstory weiter. Und weil wie immer so viel geredet wird, hören wir uns am Ende des Videos wieder. Bis gleich. Sammelt sich hauptsächlich im Sediment und infolge ist die Bodenfauna am stärksten betroffen. Der aktive Überträger bewirkt ausgeprägte Pathologien, bei denen so viele
Thank you.
Roger, wir können dich sehen. Gut gemacht. Und jetzt komm her. Der Konvoi ist eingetroffen. Das ist irre! Onkel Artem, Onkel Artem! Schon beim Störsender war mir klar, dass du was drauf hast. Oh, was für ein Prachtstück! Teddy? Teddy? Bist du wirklich wieder da? Du bist mein Held, Teddy! Mama, Teddy! Danke, Artem. Du bist ein Held. Ich stehe tief in deiner Schuld. Na los, Artyom, komm hoch. Na los, der Alte wartet schon. Du bist wieder zurück. Das war großartig. Danke sehr. Der Plan sieht so aus. Deine Gruppe erobert das Schleppschiff und dann bringst du es mit Duke und Crest zur Brücke. Während Crest die Wachen ablenkt, dringst du mit Duke in die Steuerzentrale ganz oben ein und ihr lasst die Brücke herab. Auf dein Zeichen hin werden wir das Tor rammen, euch einsammeln und ich bete zu Gott, dass es funktioniert. Ich kann dich und Duke nicht direkt unterstützen. Laut unseren Informationen wird das Tor von der Hauptstreitkraft des Feindes bewacht. Eine Sache noch, Artyom. Pass auf Duke auf, ja? Er ist ein guter Späher, aber geht leider oft unnötige Risiken ein. Klar, er ist jung, aber wenn er so weitermacht, wer weiß, was noch passiert. Also sei ihm ein gutes Beispiel und erledige das heimlich und leise. Du bist sein Vorbild. Und als solches solltest du daran denken, dass du zur Sondereinheit gehörst, nicht zu den Panzerjägern. Viel Glück, Artyom. Willkommen zurück, Ranger. Ja, offenbar habe ich mir unnötig Sorgen gemacht. Liegt wohl am Alter. Naja, wir haben uns alle Sorgen gemacht. Naja, aber Anna hat es auf die Spitze getrieben. Schau mal, Artyom. Ich habe eine Verbesserung für dein TH fertig. Probier sie einfach mal aus. Zum Montieren kannst du gerne die Werkbank nutzen. Und? Bist du bereit für den letzten Vorstoß? Boah, wo hast du die denn her? Gott verdammt, ist die cool. Vielen Dank, Mann. Ich bin hin und weg. Wir haben uns hier Sorgen gemacht. Anna natürlich am meisten. Aber ich habe ihr gesagt, dass der Oberst dich nur in die wichtigsten Einsätze schickt, weil er dir so sehr vertraut. Artyom, wir sind in Stellung. Erwarten deine Befehle.
hast es geschafft. Ich war krank vor Sorge, während du im Terminal warst. Ja, Max sagte, du hast den Schlafwagen mitgebracht. Du bist einfach der Beste. Tut mir leid, dass ich so viel rede, aber du hast mir gefehlt. Okay, okay, zurück an die Arbeit. Verdammter Husten. Hab wohl zu viel Zeit auf der Deponie verbracht. Also haben sie mehr Wachen als erwartet. Scheint es dran zu sein. Aber Crest sagt, dass solche Konvois üblicherweise von einem Kapitän kommandiert werden. Wenn wir ihn gefangen nehmen, werden die anderen aufgeben. Sie haben etwa 15 Wachen. Leiter des Schleppschiffs, ein paar Ampere. Sam nimmt die rechte Flanke. Bitte kommen, Sam. Ich bin in Stellung. Ich kann eine Wache sehen. Duke ist links vom Hangar. Bitte kommen. Duke in Position. Bereit, die Wache auszuschalten. Idiot ist auf dem hinteren Kran. Einsatzbereit. Ich habe jeden einzelnen Ampere im Auge. Kirst hat das Untergeschoss ausgespäht. Hier sind nur zwei. Sie sind gerade mit einer Reparatur beschäftigt. Könnte eine optimale Stelle sein, um unbemerkt hineinzugelangen. Gut, Atyom, wir sind alle bereit. Aus der Kirche bist du auch unauffällig herausgekommen, also mach das hier genauso. Tja, das macht keinen Spaß, Amateursoldaten wie die hier zu verwirbeln. Genug geredet. Also gut, Atyom. Du hast die Leitung. Du gibst die Kommandos. Also gut. Es ist höchste Zeit, dass wir loslegen. Also versuch, auf dieses Schleppschiff zu kommen. Wir geben dir Deckung. Hey, lass uns den Plan noch einmal durchgehen. Wer ist da? Sobald sich das Schleppschiff in unseren Händen befindet, gehen Sam, Idiot und ich zurück zu Aurora, während Atyom, Duke und Cash das Boot zur Brücke bringen. Viel Glück. Vorsicht, rechts von dir! Als der Fluss also sauberer wurde, begannen sie dort Handel zu treiben. Ich war auch da und habe geholfen, die Piers zu dekontaminieren. Sieh mal, da könntest du an Bord klettern. Ich lenk sie ab und du gehst an Bord. Versteck dich hier und warte, bis sie vorbei ist. Nur haben die Banden ihn genommen. Daher ging unser Kapitän von dort weg. Und die Jungs kamen mit. Zumindest jene, die noch lebten. Und wie sollen wir jetzt noch hinkommen? Dafür bekommen wir unseren Diesel zum Sonderpreis. Dann fahren wir einfach den Fluss hoch, liefern den, was wir auf den Türen brauchen, laden deren Zeug an und fahren wieder zurück. Leichtes Geld. Und wir müssen die Kennedy schwimmen. Ich verstehe. Also gut, dann gehe ich mal. Ach, verdammt, das ist definitiv keine gute Idee. Zwischen der Ladung sind schmale Lücken, quetsch dich da durch. Wachdienst, wenn die anderen so tolle Einsätze kriegen. Das Glück ist schon ein Miststück. Ich glaube, da unten ist etwas. Mann tot. Da ist frei! Feuer frei! Er wurde entdeckt! Ich sehe ihn da bei den Kisten! Hab ihn ausgeschaltet! Leute!
Nicht schießen, ich kann bezahlen. Die Waren, nehmt sie euch. Ihr könnt die Waren haben. Ruhig bleiben, wir sind's. Gute Arbeit, Artyom. Artyom, unseren Leuten geht es allen gut. Das hast du gut gemacht. Schade, dass wir das nicht unauffällig hinbekommen haben. Seid ihr bereit, aufzubrechen? Zu spät, falls nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Viel Glück, Leute. Mögen Wind und Wasser euch gnädig sein. Und Artyom, gib gut Acht. Ja. Hurra! Alle an ihre Stationen und lichtet den Anker! Wir fahren die halbe Strecke dorthin und warten dann bis 4 Uhr im Schiff. Wir sollten am frühen Morgen dort ankommen, wenn der Nebel besonders dicht ist. Artyom, Duke, wir sind jetzt fast da. Da, seht ihr das Feuer ganz oben? Das ist der Kontrollposten. War es zumindest mal. Jetzt ist es ein Schrein. Näher an Gott, versteht ihr? Dort müsst ihr hin. Ich lenke jetzt die Wachen ab. Du da an Land! Fang die Leine! Bereit! Hey, Matrose! Was machst du da mit deinem Kahn? Was willst du jetzt verkaufen? Du bist so lustig! Weltmann. Hast du eine Plane, lustiger Mann? Und Artyom, sollen wir los? Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Hals und Beinbruch! Mussten den Kahn an Land bringen. Ihre Aura beginnt die Reise in Position. Wir sind dann bereit, auf euer Signal hinzuziehen. Verstanden? Wir machen das schon. Ende. Sie sind genau wie Vater Silantius es vorhergesagt hat. Wer ist eingetroffen? Satans Sklaven! Hast du meine Morgenpredigt verpasst, hm? Nein, hab ich nicht. Eines Tages wirst du dafür losgeschickt, um Dämonen zu bekämpfen. Es war doch noch so früh. Sag mir einfach, was er erzählt hat. Also gut. Während der Predigt kam tatsächlich ein Ketzer. Unsere Leute eilten dorthin, um den Heiligen Vater zu retten. Aber der Ketzer legte fast alle um. Er sagte aber wohl, dass ihnen nichts passiert, wenn sie sich ergeben. Er ließ auch die Unbewaffneten in Ruhe, die nur zufällig dort waren. Ist wohl doch nicht so ganz unendlich. Ganz zu schweigen davon, dass diese Katja und ihre Hexe und von den Geschichten des Kreises. Ein paar Leute haben sie später angeblich bei den Ketzern gesehen. Meinst du, sie greifen sie gleich an? Wer weiß, es sind Ketzer. Möge der Zahnfisch sie verschlängeln. Weißt du, Simon ist zurück. Zurück? Aber er und Kyrill haben sich geschworen, die Dämonen auszulöschen. Das kommt doch einfach so zurück. Frag die anderen, ist es, sie wurden von Heidi gefangen, aber ein Ketzer, einer von den Neuen, hat sie befreit. Der alte Simon hat nur kalte Füße gekriegt, das ist alles. Die ganzen Geschichten, dass man nicht gehen soll. Nein, hat er nicht. Er kam zurück, machte an der Kirche ein großes Gewese und bekam auch noch seinen Willen. Jetzt sollen wir für diesen Ketzer beten, statt für Simon. Verstehst du das? Sie gehen einfach auf die andere Seite, das ist alles. Alle sind an der Suche nach einer besseren, die ich ausschöpfte. Ich hätte sie direkt erledigen sollen. Da, wo wir nicht sind. Wir sind doch die Rechtschaffner. Wir haben Vater Silantius.
nicht, Junge. Was bringt es dir, das zu erklären? Du stehst nur rum und glotzt, bis die Tänzer vielleicht schon hier sind. Also gut, ich will dich schon nicht. Sieh dich um, deine Augen sind noch jung. Und froh, wenn du etwas siehst, verstanden? Definitiv, kein Zweifel. Wie kann das sein, Brüder? Sie bringen unsere Leute um! Ja, hier kommt mein Segen für dich! Bring unsere Brüder um! Haltet euren Stolz im Zaum und ergebt euch dem Ketzer. Man sagt, er sei kein richtiger Gegner unserer Bruder. Ich bin fast am Ziel. Und bei dir läuft eine Party, wie es scheint. Komm schon, konntest du an diesen alten Ziegen wirklich nicht vorbeisteigen? Und aus dem Himmel regnete es Raketen. Und die Erde verbrannte zu Asche. Und das Meer kochte. Und Menschen verwandelten sich in Schatten. Doch unser Kloster überlebt. Denn hier leben die Gläubigen. Und es war der Herr in all seiner Gnade und seinem Wissen, der einen von ihnen auserwählte. Einen des Namens Silantius. Und so sprach der Herr, ich werde bei euch sein und euch Schutz bieten, solange ihr euch frei hingeht und satanische Technologie ablehnt. Wir lehnen ab! Und darüber hinaus lehnt ihr Satans Täuschung ab, die da bezeichnet wird als elektrische Spannung. Das verfluchte Geschenk, das der Feind den Narren gab, auf das sie sich über jeden Seelen tat. Amen, meine Kinder! Denn die elektrische Spannung ist Satans Versuchung und sein Gift. Nur jene, die Elektrizität ablehnen. Nun habt ihr mich also, ihr verdammten Ketzer. Erst Katja und jetzt ich. Verdammt, bist du schnell, Artyom. Wir sind nur auf der Durchreise. Lasst uns friedlich durch, dann wird niemand erschossen. Wir waren die ganze Zeit nachsichtig mit euch und Katja hat selbst darum gebeten, mitkommen zu dürfen. Hast du mich verstanden? Ich verstehe. Erst bringt ihr die heimischen Halsabschneider um und dann stürzt ihr euch auf uns? Werdet ihr auch Alte und Kinder töten? Oder habt ihr schon genug Blut getrunken? Geht und verschwindet für immer. Gott mag euch für eure Sünden bestrafen. Aber meine Aufgabe ist es, meine Herde zu hüten. Hört mich, Brüder! Stellt euer Feuer ein! Hört ihr mich? Ich exkommuniziere jeden, der schießt!
Ich habe getan, was ich konnte. Nicht schießen. Sagt dem Fahrer, dass er langsam fahren soll. Haltet nicht an, sonst könnte die Brücke einstürzen. Ihr müsst jetzt sprengen. Oh, Yukia, wir haben eine Vereinbarung. Sie lassen uns durch, wenn wir nicht schießen, langsam fahren und nicht anhalten. Wiederholt, nicht anhalten. Ende. Ich glaube, wir sind unterwegs. Alle Mann. Feuer bis auf weitere Feinde. Artyom, lass uns springen! Ja, das haben wir gut gemacht, was? Wir haben die Wolga hinter uns gelassen. Vor uns erstrecken sich jetzt die endlosen Weiten Russlands. Die Brückenbewohner haben letztendlich beschlossen zu glauben, wir seien keine Dämonen. Daher ließen sie uns durch. Anna hatte recht. Wir sind in ihre Welt eingedrungen und wir sollten sie nicht zerstören. Wie dumm sie auch erscheinen mag. Elektrizität ist eine Sünde. Ist das wirklich schlimmer als die Lügen, die uns in der Metro erzählt wurden? Dass die ganze Welt tot sei und man nirgends mehr hin kann? In den Tunneln hat jeder diese bequeme Lüge geglaubt. Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir wenigstens wissen, ob diese Lüge gerechtfertigt war. Bislang gab es keine Anzeichen feindlicher Besatzungstruppen. So, dann war es auch schon wieder mit dieser Folge Metro Exodus. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder einen netten Kommentar und über ein Abo natürlich auch. Und bis zur nächsten Folge Metro Exodus auf diesem Kanal. Ciao!